bin gebürtiger Rostocker, wohne seit über 32 Jahren hier, ja, und bin stolz, Rostocker zu sein. Wir haben den größten Universalhafen Deutschlands. Es ist der größte Ostseehafen, Tiefwasserhafen. Der Hafen ist das Herzstück der Hansestadt. Ich bin aufgewachsen in der Seefahrerfamilie und bin direkt nach der Schule zur Seefahrt gegangen und bin schon von klein auf eigentlich immer mit den Fähren, mit dem Seeverkehr, mit dem Hafen hier groß geworden. Ja, und nach der Seefahrt habe ich mich dann entschieden, dann hier im Hafen zu bleiben. Der Heimathafen ist es sozusagen. Heimathafen Rostock, ja. Mein Hafen. Also generell sollte man, wenn man beim Hafenamt anfangen möchte, irgendwas mal im Verbund mit der Seefahrt getan haben. Das kann eine seemännische Ausbildung gewesen sein, das kann aber auch eine Ausbildung im Bereich Wasserbau, Hafenbau gewesen sein. Aber ein seefahrtsbezogener Beruf ist auf jeden Fall von Vorteil, aber kein Muss.